Hallo und herzlich willkommen. Ich mache heute Rösti. Die mache ich aus rohen Kartoffeln. Da habe ich 8 Kartoffeln. Ich mache dazu ein selbstgemachtes Apfelmus. Da habe ich noch 6 etwas ältere Äpfel. Ich habe Salz zum Würzen für die Rösti. Und ich habe etwas Öl. Also ich habe eine Menge Öl zum Ausbraten. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Als allererstes nehme ich die Äpfel. Ich tue die einfach nur ein bisschen klein schneiden. So, genau. Und so mache ich jetzt mal alle komplett durch. Die 6 Äpfel habe ich klein geschnitten. Ich nehme einfach ein Glas Wasser. Das reicht, es muss nicht bedeckt sein, nur ein Glas Wasser dazu. Und das Ganze stelle ich dann zum Kochen auf. Die Äpfel habe ich jetzt auf höchste Stufe aufgestellt. Die dürfen jetzt richtig einköcheln. Als nächsten Schritt tue ich mit dem Schäler die Kartoffeln schälen und werde sie grob reiben. Die 8 Kartoffeln habe ich quasi geschält. Nimm jetzt die grobe Reibe und tue sie reiben. Genau, so reibe ich sie mal komplett durch. In der Zwischenzeit kochen die Kartoffeln durch, mal kurz ein bisschen rühren, dass sich das nochmal gut verteilt. So, ein bisschen runter damit. Und die dann richtig schön einköcheln lassen. Vom Teig her, also von dem Rösti-Teig her quasi, das sind bloß die geriebenen Kartoffeln. Gib ein bisschen Salz dazu. So. Das Ganze tue ich vermengen. Und das Ganze wird in ordentlich Öl ausgebraten. Genau, die Äpfel, die tun jetzt richtig schon durchköcheln. Ich habe schon mal eine Pfanne mit ordentlich Öl aufgestellt. Den Rösti-Teig habe ich hier. Und eine Teller, wo ich sie dann quasi drauf gebe. Ich hole dann noch einen Pfannenwender. Und genau, dann legen wir gleich los. Genau, vom Rösti-Teig her, nimm einfach etwas. Ja. Gib hier quasi drauf. Ja. Die Pfanne muss gut heiß sein, sie braucht ordentlich Temperatur. Genau, und dann lasse ich die erstmal richtig schön goldbraun knusprig anbraten. Die Äpfel habe ich schon mal ausgeschalten, die lasse ich einfach stehen. Von den Rösti, wenn die an den Seiten braun werden, drehe ich die quasi um. Zu fallen hier. Genau. Genau, jetzt lasse ich sie quasi zu Ende braten. Nach ein paar Minuten sind die Reste schon fertig gebraten. Ich sage, ich drehe mal um. Genau, die sind soweit. Dann nehme ich die schon mal raus. Ja. Mach gleich die nächste Tour. Genau, die lasse ich jetzt wieder weiter anbraten. Von den Äpfeln her fürs Apfelpüree, also fürs Apfelmus, also ich püriere die quasi. Das reicht schon. Die drehe ich da mal um. So.
Ja. Ja, gut. Auch nicht sein. Dann nehme ich meinen Löffel, nehme das Ganze durch ein Sieb. Hast du mal sagen. Und dann tue ich dann, dass die groben Apfelstücke und das Kerngehäuse wird quasi durchgesiebt. Genau, so mache ich den jetzt mal komplett durch. Genau, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was durchgesiebt. Die Rösti an für sich, müssen wir schauen. Ja, die sind durch, die sind fertig. Die gebe ich wieder raus. Na, den noch mal ein bisschen. Noch mal ein bisschen. Machen wir hier hin. Dann nehme ich noch die letzten. Das Wasser kann ruhig drin bleiben, das kann man auch absieben. Das ist jetzt einfach mal hier so raus. Bisschen abziehen, abdrücken. Noch rein, das kommt mal auf Seite und dann dürfen die verändert haben. Die nehme ich schon mal raus. Ja, die sind auch soweit. Und braten die noch zu Ende und das ziehe ich noch durch. Die letzten Rösti sind gleich fertig. Das Apfelmus habe ich komplett richtig durchgesiebt. Dann hat man ein selbstgemachtes Apfelmus. Das ist sehr, sehr einfach zu kochen. Ich gebe die dann gleich noch raus und werde dann alles schön dekorativ anrichten. Die Rösti mit selbstgemachten Apfelmus habe ich mir jetzt angerichtet und ich wünsche euch dann wieder ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Wie gesagt, man arbeitet damit mit sehr, sehr viel Öl, das braucht man auch zum Ausbraten. Da ist natürlich Verbrennungsgefahr, seid da bitte vorsichtig, ne? Ich wünsche euch dann wieder ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, euer Daniel. Tschüss!